That's a kind of magic. Diese Botschaft überbringen die Musiker der Musikvereinigung Duisburg-West in ihren Proben. Und gleich danach, The Show Must Go On, klingt so, als wäre für die große Show am Samstag alles startklar. Mit Queen und anderen Klassikern wollen die Musiker alle Zuschauer mitnehmen auf eine musikalische Zeitreise. Und eine Zeitreise könnte man auch durch die musikalische Vergangenheit von Dirigent Thomas Sefzig machen. Denn er ist seit knapp 40 Jahren Teil des Orchesters. Bei der Themenauswahl kann er daher auf Erfahrung zurückgreifen. Ja, in der Regel entscheide ich das. Wir sagen wohl das Motto, fragen wir ab, was machen wir. Wir hatten schon einen Film um Musical-Melodien. Wir hatten letztes Jahr Made in Germany, was super angekommen ist. Da hatten wir nur deutsche Interpreten und Künstlergruppen und so weiter und so fort. Und dieses Jahr haben wir uns dann halt geeinigt auf eine musikalische Zeitreise. Das heißt, mit Toccata von Bach von 1700 an bis zum 21. Jahrhundert. Robbie Williams ist ziemlich viel dabei, was die Leute auch kennen. Und das macht den Leuten, den Musikern dann auch letztendlich Spaß. Die Musiker kommen aus allen Altersklassen. Alle Interessen unter einen Hut zu bringen, das ist nicht immer so einfach. Aber in der Regel kommen dann doch alle überein. Und die Motivation und Aufregung auf das Jahreskonzert am Samstag in der Rheinhausenhalle gibt den Proben noch einmal einen extra Schub Adrenalin. Auch wenn nicht immer alles perfekt läuft. Tja, so ein Konzert will halt geprobt werden. Von alleine geht das nicht. Schlagzeuger Maurice Jellison kennt aber auch die Problematik, die hinter dem intensiven Proben steckt. Denn zu viel ist manchmal auch nicht so ratsam. Man hat seine Favoriten so dabei, aber dass jetzt wirklich ein Lied dabei war, okay, es kann schon mal sein, dass man ein Lied einfach so tot gespielt hat, dass man das schon wirklich 20 Mal gespielt hat in 2 Wochen oder so und dann... Klar, dann hat man natürlich nicht mehr so die Motivation, aber im Grunde, es geht. Also bei dem Programm ist jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde, nee, das geht gar nicht. Die Musikauswahl kommt also an und das hoffentlich nicht nur bei den Musikern. Dirigent Thomas Sefzig will vor allem eins, die Halle zum Toben bringen. Also als erstes Mal, dass wir die Zuschauer und die Zuhörer natürlich begeistern. Wir werden eine sehr, sehr volle Halle haben. So viele Zuhörer haben wir noch nie gehabt wie jetzt. Das werden über 450, 500 Leute werden es werden. Ich erwarte einfach, dass wir eine tolle Musik bringen, dass die Leute begeistert sind und sofort sagen, kann ich schon eine Karte für nächstes Jahr haben. Bis dahin dauert es ja aber noch etwas. Und am Samstag heißt es dann erst einmal, we will rock you.